Ich habe für die Schweine bisher noch nie viel gekriegt. Das wird sicher nur 80 sein. 115. Ah, 115. Na dann. Nee, 115 wäre doch gerade noch von der Truhe, oder? Nee, und? Ich glaube, das waren 113. Ja, 113 war die Truhe. Goldgestreiftes Schwein verkauft. Ich muss mal auch ein bisschen Geld ausgeben. Du musst mal. Ja, Phoenix, ja, mach's ja, doch einfach. Du musst das nicht sagen. Du kannst das einfach machen. Was hat der denn eigentlich für Angebote? Ach, der hat diese tollen Sachen mit... Alter, was Preise, ja, das ist ja hier... So, soll ich schon mal den nächsten Auftrag? Na klar, als Rande mit. Also, ihr könnt ja noch in Ruhe gucken, ich kann ja schon mal... Erfahrungspunkte. Wir empfehlen dir, beim Graben öfter eine Pause einzulegen, damit deine Crew ihren unpraktischen Bug bewundern kann. Hier gibt es einen dekorativen Backenbart, Alan. Das wäre doch was für dich. Was kostet denn der? Der Backenbart kostet 350. Boah, es wäre tatsächlich was für mich, verdammt. Ja, also der ist wirklich... Fertig. Wirklich bartig, ja, würde ich auch mal sagen. Ich könnte mir auch mal eine anständige Hose leisten, aber nein... Hier ist das. Beim Frauenkleid rum. Ist ja eigentlich schon enorm, dass du überhaupt eine Hose anhast. So gesehen sind wir da jetzt nicht so. Bart des Admirals. Ich glaube schon mit denen hier. Aber jeder hat sein eigenes Gold oben rechts angezeigt, ja, oder? Ja, ja, ja. Ich dachte schon. Das ist Teil, was meinst du? Ich gebe jetzt euer Gold aus. Das wäre dir zuzutrauen. Ja, ja, durchaus. Bei dir würde ich es auch definitiv machen, Ellen. Bitte? Bei dir würde ich es auch definitiv machen. Ich weiß. Oh, Pirat. Ich weiß doch gerne. Aber stellt euch mal vor, wie das wäre, wenn du irgendwie einer Party random joinen würdest. Und dann einfach nur in den Laden gehst und... Wow. Ja. Ihr seid ja wieder nett zueinander. Killkenny schreibt, dass wir nett zueinander sind. Ja, normal, heute sind wir mal ganz nett zueinander, ja. Das kann sich aber ganz schnell ändern. Bei Ellen immer. Da kippt die Laune aber in kürzester Zeit, im Bruchteil einer Sekunde. Yeah. Oh, es gibt Taschenuhren, die man sich holen kann. Aber was bringt das? Du hast jetzt auch schon eine Taschenuhr. Ja. Ach so. Da siehst du den Ablauf der Zeit. Ach so. Für manche Aufgaben musst du ja innerhalb einer bestimmten Zeit erfüllen. Genau. Und da musst du immer auf die Uhr gucken und da siehst du dann, welcher Tag und dann wie viel Uhr. Tag 6. Also bei uns steht da eine 6. Also bei mir steht da eine 6. Das heißt, wir sind am 6. Spieltag erst. Scheinbar. Also lustigerweise war ich gestern schon bei 16, also irgendwie... Ja, dann wahrscheinlich bei jedem anders. Ich habe auch Tag 6, oder? Ja, ich habe ja jetzt auch 6, das fängt ja... Ich habe jetzt gerade 6, genau, ja. Ihr merkt das nicht. Ich kann da sehr... Ja, muss zu gut sein. Mhm. Oh, Schiffsdekorationen, geil. Ja, wenn du mal 70k hast... Ja, also... Das sind noch die günstigen für 70. Da ist auch was fürs Doppelte, ne? Oh. Da wirst du dann gezwungen, auf Skull Island zu gehen. Oh, ja. Boah, ich will, dass wir uns auf jeden Fall irgendwann mal so ein ganz mieses Schiff zulegen. Also ein Piratenschiff so machen wir raus, ja? Also wir machen sie alle platt, ja. Ich glaube, wenn du tatsächlich diesen Legendenstatus erreicht hast, kannst du dein Schiff sowieso noch anders modifizieren. Rick, Kernel, mach dir nochmal gerade die... Apropos, muss ich irgendwas freischalten? Hast du schon was gemacht? Ja, in Orden, Moment. Ich bin doch jetzt schon Rang 10. Schön. Achso, ja, ich komme runter. Ja. Kann ich ja freischalten, oder? Dann kann ich schon mal die Karte... Ja. Hoch. Da war doch was. Jetzt muss ich nur die Ische finden. Let's go, ladies and gentlemen. Lookout Point. Ich schau schon mal. Schüttel die Segel aus. Sehr gut, Jungs. Oh, wir müssen eigentlich noch gerade ausfahren. Ein bisschen Steuerbord. Ein bisschen Steuerbord. Machen wir gleich. Ja,
Wie richtest du die Segel gerade aus? Nach rechts? Oder? Ich hab das mal nach rechts gestellt, ja, wenn wir nach Norden fahren. Wir müssen ein bisschen... Ja, genau, richtig, ja, ja, ja. So ist perfekt. Ja, wollen wir einschlagen? Haben wir schon mal einen Auftrag gekauft? Also, weil am Anfang hatten wir doch die Aufträge, die noch nicht gekauft. Also ich kaufe die ganze Zeit schon welche. Ah, okay. Also die wir machen, das sind alles schon gekaufte Aufträge. Okay. Und du hast auch schon dich eingedeckt? Mit Aufträgen. Ich hab jetzt einen platziert und zwei habe ich noch. Also. Wie sieht das eigentlich aus beim Seelenorden? Weiß ich, da muss ich immer jetzt mich neu upgraden, wenn ich zum Beispiel Rang 10 erreicht habe. Ganz kurz mal, ist die Phoenix schon an Bord? Ja, nein. Eben wollte ich auch gerade fragen. Ach so! Ich habe gerade im Seelenorden hier das Upgrade geholt. Muss ich denn für Goldsammler und Handelsbund auch sowas ähnliches holen? Ja. Ja. Ja, das heißt Goldsammler... Alle 5 Level, glaube ich. Wo ist denn der Goldsammler? Hier unten in diesem Zelt. Zurück. Ja. Links. Ich habe von 24 Skelettmannschaften besiegt. Mann, ey, du. Ah, der Tag, der euch auf der Uhr angezeigt wird, ist der Ingame-Tag, so wie der 6. Januar beispielsweise. Ach so. Ah. Guck mal, schon mal wieder was gelernt. Aber da müssten wir ja eigentlich auch den Monat sehen, oder? Ach. Vielleicht kann man das ja auch irgendwo. Wirklich. So, ich bin an Bord. Jetzt können wir. Also es kann losgehen. Und ich bin gleich wieder da. Was? Stopp. Was? Nee, ich bleib hier schon auf dem Schiff. Ich bin nur mal kurz okay. Ach so. Die Panik war groß. Phoenix und ich schon voller Panik aufgehört, den Anker einzuholen. Ja, ich auch sofort. Was? Bis gleich. Fällt einer noch nicht aufs Schiff? Ciao. Bis gleich. Lass dir schmecken. Oder so. Oh, der Wind hat gedreht. Das ist fies. Mhm, wie immer. Der Wind war doch vorher gegen uns. Also ich habe heute Nacht, als ihr schon weg wart und ich noch allein auf hoher See war, eine Seemannsweisheit aufgestellt. Und zwar, wenn du nicht weißt, wohin, dann schwimm einfach gegen den Wind. Weil egal, wo wir hin müssen, ist es eigentlich immer gegen den Wind. Okay. Oh, du hast dir auch eine neue Frisur gegönnt. Ja. Drück jetzt bei mir ein bisschen herum. Was? Welche Himmelsrichtung? Südwesten? Moment, ich schaue mal kurz. Ich hab's markiert. Mhm. Ich müsste theoretisch. Oh, du musst auf jeden Fall nach Südwesten. Du fährst gerade Richtung Südost, ja. Ja, genau, andere Richtung, Steuerbord und. Oh, dann können wir aber gut in den Wind kommen. Ja, dann kriegen wir Wind. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ja, wir haben noch ein bisschen nach Südwesten. So, ein bisschen kriegen wir schon. Ja, genau. Aber jetzt müsstest du direkt drauf zufahren. Ja, ich stelle es ein bisschen weiter Richtung. Zwischen Südwesten. Das ist wahrscheinlich sogar schon die kleine Insel da vorne, ja, definitiv. Heute Nacht bin ich auf einer Insel, auf einer Welle geritten. Weil es ging irgendwie gar nicht mehr bergauf und bergab mit dem Schiff, bis ich dann gemerkt habe, oh ja, ich bin auf der Höhe einer Welle. Ein bisschen Backbord, die Insel ist es. Schon. Okay. Und das war dann so geil, als ich plötzlich gemerkt habe, dass ich halt auf einer Welle reite. Dass das halt überhaupt geht. Oh, aber danke fürs Nachschlagen, Kilkenny. Wie der da steht mit seiner Unterbuchse. Jeder muss irgendwas können. Dann setze ich mich halt. Der Ellen kann das besonders gut. Lookout Point. Geh weg, ich will einen Screenshot machen. Also, die Schrift hier. So, okay, wir können schon mal langsam... wo bin ich? Da. Hallo. Hi. Ja, wenn er will. Ja, noch nicht. Ja, so langsam. Ja, für den Haushalt.
So, das ist jetzt wieder eine Kampfmission. Okay. Willst du mal auf die Insel, Rick? Scharfschütze bereit? Kann ich machen. Dann bleib ich hier. Ich bin nur eine. Ich kann euch ja mit den Kanonen ein bisschen. Ja, das sind bestimmt noch harmlos. Naja. Abwarten. Easy Mode. Ah, stehen wir schon schön da. Huch, was war das denn? Ich wollte einfach nur mal einen Probeschuss machen. Du wolltest einfach mal aus. Einfach mal so drauf losschießen. So, wo wir müssen einfach nur töten, ja? Genau. Ja, dort, wo die auftauchen. Ich hab sie doch gerade gehört. Wo sind die? Ich hör die. Was ich auch immer so schön finde, ist, wenn das Schiff zwischen den Bäumen. Oh, die kommen von oben. Vom oberen. Ah. Der. Komm mal her, du. Komm mal her. Oh. Das hört schon auch echt immer cool an. Sind die da oben? Ja, die sind genau hier oben. Okay. Ja. Gut, da komme ich jetzt nicht hin, dann halte ich mal aus schon auf anderen Schiffen. Achso, du bist das. Ich wollte jetzt schon auf dich einschlagen. Ja, danke. Kannst du, der hält das aus. Oh, das sind welche mit Schusswaffen. Also schnellstmöglichst töten. Sehr schön. Schön. So, wo ist der Captain? Ah, hier. Achso, den töten wir mal direkt hier. Ist doch jemand geflüchtet. Hä? Ja, ich glaube, der ist auf die südwestliche Seite der Insel. Da ist eben, meine ich, irgendwas entlang gerannt. Ah, da oben, okay. Und weg damit. Und schnell eine Banane reinpfeifen. Jawohl. Du darfst keine Banane essen, mein Freundchen. So! Yay! Sehr schön. Ha! Schaka. Geil! Super, sehr gut gemacht. So, dann können wir den Schädel schon mal zurückbringen und dann würde ich sagen, lagern wir noch mal so ein paar. Hier sind ganz viele Kugeln, Kanonen, Bretter, dann lagern wir noch was ein, sehr oder? Gut. Und ich platziere schon mal den nächsten Auftrag. Kugel und Bretter bin ich gerade voll, dann gehe ich zurück kurz. Hallo. Hallo. Und tschüss. Ist so geil, wenn man übers Wasser sliden kann. Ich ja, total geil. Ich feiere das so sehr. So, Bretter. Kugeln, tonnenweise rein. Körner da in der Ecke steht. So, ich bring da schon mal was. Wir spielen Blair Witch Project. Ich entlade die mal kurz hier, damit ich mich darüber kostengünstig schieße. Weil wenn es drauf ankommt und wir brauchen die, dann ist es besser, wir haben. Oh! Was? Ja, was war das? Ich war das. Oh, schon noch Kanonenkugeln. Hat ihr nicht gesagt, wir sollen noch Kugeln holen? Gestern übrigens ein Sturm mein Schiff versenkt. Also ein Gittersturm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. 5 Kugeln wären noch über, theoretisch. Ich komm. Ein paar Bananen, ein paar Bretter, aber... Ja, die Bretter, die brauchen wir auch, wenn es drauf ankommt. Ja, auf jeden Fall. Oh, ein Sturm. Oh, der L säuft schon wieder. Quatsch. Das auch. Und kotzt. Oh Gott. Ich warte ganz höflich auf euch. Und kotzt das ganze Schiff voll wieder hier. Mann, Mann, Mann. Das stimmt doch gar nicht. Ich kotz immer schön, ich bin doch.
ich bin da Stuben rein. Ich kurz, oh fuck. Jetzt bin ich vom Bord gefallen. Let's escalate quickly. Again and again. Boah, es schwimmt, ist besoffen schwimmen anstrengend. Ja, du schwimmst auch genauso, Also ich habe eine Schaluppe ausgemacht, aber sehr weit entfernt. Okay. Auch nicht mit uns Kurs, glaube ich, aber die ist... Ihr könnt auch den Auftrag schon mal annehmen. Sichtbar in nordöstliche Richtung. Ja, ich komme runter, Ja, ich komme auch gleich. Ja. Ich weiß nur immer darauf hin, dass ein neuer Auftrag da ist. Das ist auch mal gut zu wissen. So, kommt der Sturm? Also es donnert immer lauter und immer lauter. Ich würde sagen, ja. Es kann aber auch sein, dass er an uns vorbeizieht. Nee, jetzt zieht er uns vorbei. Eigentlich trinke ich voll das falsche Getränk. Ich habe hier gerade einen Tee neben mir stehen und ein Grog wäre jetzt viel passender. So stimmt. Aber dann wird morgen das mit dem Aufstehen nichts mehr. Ich tue mir eh schon die letzten paar Tage schwer. Das glaube ich gerne. Ich habe es gestern und vorgestern auch sehr gedehnt, heute und gestern auch sehr gedehntes Aufstehen. Ja, sehr gedehntes Aufstehen. Das ist bei mir nicht möglich, wenn ich raus muss. Dann muss ich raus. Fängt das an zu regnen? Ach. Ja, es fängt gleich an zu regnen. Aber eigentlich sieht's aus. Oh ja, das zieht direkt auf uns zu. Oh, Doppelauftrag jetzt. Erstmal auf Sharkbait Cove. Ja, das finde ich total toll. Ich liebe es. Die ist im Westen. Genau im Westen. Ja, perfekt. Ab ins Unwetter. Yes, geilo. Mariko, haben wir voll drauf Bock jetzt. Oh Gott, ich muss Schwein nehmen. Sind alle an Bord, ja? Ja. Köln hat sich nicht bewegt, ja? Die, genau, der hat sich nicht bewegt, also sind wir alle an Bord. Wollen wir ihn einsperren, sonst kommt er wieder und sagt nichts. Nein, noch hat er ja nichts gemacht. Kern hat immer was gemacht. Oh, ich muss sagen, das Wetter ist ja richtig, richtig gut gemacht. Oh! Ja, das war ein Platz. Aber ein ziemlich großer. Okay, also dann haltet mal eure Holzbretter bereit. Mhm. Eure... Ich sehe auf meinem Bildschirm nur Unwetter von links nach rechts. Das ist krass, wenn ich direkt aufstehe. Ja, da wollen wir übrigens jetzt hin, ne? So mal, by the way. Das ist der Plan. Mhm. Also, wir und Windrichtung und Aufträge, das irgendwie kommt das nie gut zusammen. Nee. Oh Gott, da fahren wir jetzt voll rein, scheiße. Ach, Westen. Ja, pass auf die Felsen auf, also das ist mir... Ich will eigentlich auch gar nicht zu den Felsen da vorne, ich will eigentlich noch weiter nach links. Nee, ich habe gesehen, in dem... In dem Sturm sind auch noch Felsen, also... Ja, als hätte ich Bock da... Ob ich hier vorne runterfallen kann in dem Sturm? Du bestimmt. Ja. Alter, was geht das jetzt ab? Ja. Wir reiten die Wellen. Ich bin rausgeflogen. Verdammt. Was? Du bist rausgeflogen? Ja. Bist ein Steuerbord, Spectre? Funktioniert das? Kannst du wieder nachjoinen? Ich nehme mal an, dass er mich wieder einladen kann. Ja, dann aber schnell, weil sonst kommt wieder ein anderer nachgejoint. Ja. Das mit dem Steuerbord ist nicht ganz so einfach. Ja, ihr müsst gerade auch zu zweit hier den Laden schmeißen. Oh, ich habe was gehört. Ja, habe ich auch gerade gehört. Ja, so, Einladung ich habe richtig gehört. Ellen, hilf! Was denn? Oh shit! Unten! Ja, unten! Ich seh's. Moment, ich lese es gleich, Kilkenny. Fuck, wo kommt die Insel her? Ich seh gar keine Insel. Oh shit! Gott. Müssen wir zu Sharkbait Cove? Ja. Ja. Okay. Na, versuchen wir das doch mal hier. Wir haben nur eine Skelettkompanie. Platten machen. Ah, okay.
Und jetzt sind wir schon auf dem Weg zum nächsten. So, schön. So, wo ist Sharkbait Cove? Direkt vor uns? Direkt ja. vor uns, wir hauen gleich. Ich hab's schon quer gestellt, das hat ganz gut gepasst. Soll ich die Anker? Also noch kannst ein paar Meter können wir noch fahren, oder? Das ist aber eine große Insel. Diesmal. Oh. Sieht in der Tat größer aus, ne? So, derjenige, der am Schiff, der an Bord bleibt, der muss auch immer mal unten gucken, weil da läuft durch den Regen auch Wasser rein. Soll ich an Bord bleiben? Das Steuerrad, das haut ja hier möchtest? Alles gerade weg. Und hier oben ist auch noch ein Loch. Jetzt habe ich gar kein Zeug mehr. Ich kümmere mich drum. Wie sieht's unter Deck aus mit Wasser? Das habe ich schon leer geschippt. Ja, ich habe auch hier alles. Ich nehme mal einen Eimer mit wieder. Das ist ein schöner nass geworden. Kilkenny schreibt, Phoenix, wann du mal wieder einen Stream machst in Sea of Thieves. Aber ich glaube, das kann ich auch beantworten, ne? Aber mach du. Ja, mit Streams momentan eher weniger, weil ich hier einfach nicht das Setting habe, um Streams auszurichten. Ich habe es mal probiert, aber das ist schwierig, weil ich möchte ja auch den Chat lesen können. Und mir fehlen da momentan halt einfach die Bildschirme und ein richtiges ist das Setting. Ein anderer Spieler? Ah ne, das ist ein. Wo rennt Ellen eigentlich? Achso, da ist Ellen, okay. Ihr seid jetzt alle auf der Insel, oder? Ja. Wir sind jetzt gerade auf der Insel, okay. Ja. Aber Kilkenny... Entschuldigung. Das Meer. Kilkenny, du kannst dir das natürlich alles auf ihrem YouTube-Kanal ansehen. Hast du ja zum Teil auch schon gemacht, wenn ich das mitbekommen habe. Also, was machen wir denn eigentlich auf der Insel jetzt hier? Skelette, ja. Achso. Also das heißt, wenn wir uns aus den Augen verlieren, ist das nicht so schlimm, okay. Also hier hinten wäre wieder ein Schweinestall. Ich weiß nicht, soll ich den... Ah, da steht er auch immer. Ja, den Schweine, ja. Haufenweise. Ich geh mal auf die Inselseite hier, mal gucken, was hier so kommt. Oh, das sind diesmal sogar zwei, die wir hier besiegen müssen. Hier pisst es ordentlich. Ich weiß halt nicht, wo der Ellen mehr ist, von daher. Ich bin im Süd-Südwesten der Insel. Also eigentlich... einmal drüber gelaufen, mehr oder weniger. Wir sind Chicken. Also Kilkenny kann das verstehen. Dass du unter diesen Umständen keine Streams machen möchtest. Ja, das ist ja schade gerade. Streams leben ja davon, dass man mit den Zuschauern sofort direkt quatschen kann. Und wenn du das halt nicht liest, das ist echt frustrierend. Deswegen. Ja. Vielleicht, wenn dann mal irgendwann mal alles passt. Gerne. Das kommt schon. Hier wäre auch ein Pulverfass. Also von der Musik her zu urteilen, habe ich sie gefunden. Immer noch auf der anderen Seite von dir, Insel, oder? Ja, noch weiter eigentlich jetzt. Also ich bin jetzt genau am anderen Ende der Insel. Okay. Boah, wie jetzt die Sonne wieder aufgeht einfach. Das sieht schon krass aus. Ja, kann man echt nicht oft genug sagen. Ach, guck mal, der Kern. Hallo. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, was ich gerade mache. Was machst du denn? Auf den Ausguck gehen während des Gewitters. Gerade noch ein Blitz eingeschlagen hat, fast. Ach. So ein Schwein hätte ich. Dich wird schon kein Blitz treffen, Phoenix. Dich doch nicht. Nee, gar nicht. Ist ja nicht so, dass ich nicht schon einmal... einer getroffen hat, aber... Sagen wir mal fast, er hätte mit ein paar Zentimeter mehr hätte der echt Glück gehabt, dann hätte er mich getroffen. Der Blitz.